You'll show you will never see it again at 5,750,000. Last chance. And sold. Thank you very much. Am Dienstagabend ist in Genf ein blauer Diamant für 5,6 Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, lag der The Blue Furnace damit weit über dem Schätzpreis von 4 Millionen Euro. Der tropfenförmige Diamant hat 6,16 Karat. Die spanische Königin Elisabeth Furnace bekam ihn 1715 geschenkt, als sie den spanischen König Philipp V. heiratete. Nach ihrem Tod wechselte der Diamant immer wieder den Eigentümer. Über 300 Jahre lang war er ausschließlich im Besitz europäischer Königshäuser. Den höchsten Preis bei der Auktion erzielten jedoch zwei klassische weiße Diamanten mit jeweils mehr als 50 Karat. Sie kamen zusammen für 14,7 Millionen Euro unter den Hammer.